Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu Chaos Bane. Und ja, das Chaos hatten wir auch gerade, oder wie würdest du das sagen, Ruben? Ja, definitiv. Also das Spiel ist ein bisschen anders. So würde ich das einfach sagen. Also wir hatten ja übrigens, das muss ich ja nochmal sagen, jetzt zu dem Pilot. Ich glaube, irgendwann haben wir gesagt, dass wir total richtig fiese auf extra schwer spielen. Und die erste Folge haben wir ja noch gar nicht auf extra schwer gespielt. Nein. Was so ein bisschen aufgrund der technischen Herausforderungen des Spiels eigentlich tatsächlich so passiert ist. Also wir hatten auch je ganzen Grundstein dafür gelegt und dann auf mal hat das Spiel alles anders gemacht. Das ist uns aber auch erst im Nachgang so ein bisschen aufgefallen. Und wir haben jetzt auch, ich glaube, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, ich würde mal sagen, wir haben jetzt bestimmt ungefähr 10 bis 15 Minuten gebraucht, um ein gemeinsames Spiel zu starten, weil das eigentlich ganz simpel ist, aber irgendwie so versteckt, dass das war schon eine Herausforderung. Ja, ein Stück weit. Also ich meine, es ist selten dämlich gemacht. Normales, diese ganzen Spiele, ob nur Diablo, ob Path of Exile, ob Grim Dawn, die funktionieren alle im Netzwerk oder im Internet über das Spiel. In diesem Spiel ist es so, einer startet das Spiel, lädt den anderen ein und der klickt dann auf den Link, der dann über Steam kommt und dann kann man sich verbinden, aber nicht, wenn beide innerhalb des Spieles sind. Genau, und wie das so ist, man startet ja das Spiel und wartet ja vergeblich dann auf die Einladung, weil die ja im Hintergrund läuft. Und das ist bei diesem Spiel auch so, dass man sich nicht ganz so leicht raustappen kann. Und die Maus ist ja auch immer auf den Bildschirm letztendlich, auf das Fenster. Es war nicht ganz so leicht, es war hart. Es war hart, aber wir haben es geschafft. Ich Für stelle übrigens euch. gerade noch einen Bug fest. Das ist mal total geil. Was denn? Ich Dass du kann so. keine meiner Fertigkeiten benutzen. Ich komme da nicht, also nicht mit der Maus ran an das Fenster unten links. Das ist total krass. Also, du siehst ja unten, also meine Zuschauer Ja. sehen das jetzt. Unten ist ja die Latte mit den entsprechenden. Ich weiß, warum das so ist. Oh, bitte, dieses Spiel. Das wisst ihr gar nicht. Das möchte ich noch ganz kurz erzählen. Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber beim letzten Mal, als ich das Spiel starten wollte, hat das Spiel immer ganz komische Sachen gemacht. Es hat sich sozusagen auf zwei Monitore verteilt. So, und ich habe hier schon die Krise gekriegt, weil ich spiele halt in 4K und bla 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 und hat nicht funktioniert und war schon so weit zu sagen, ja, rutscht mir doch einen Buckel runter, dann spiele ich halt nicht in 4K. Bis ich dahinter gekommen bin, dass die Textskalierung das Problem war. Ja, sie haben das Problem behoben, indem es nicht mehr auf zwei Monitore verteilt wird. Allerdings kann ich jetzt mit meiner Maus nicht ganz nach links gehen. Also es geht nicht. Ich komme zum Beispiel nicht an die Skills ran, die ich ja eh mit der Taste auslöse, aber ich komme da nicht ran. Das ist total bescheuert. Aber egal. Das ist ein Was? bisschen, ja. Ja. Zu Es früh ist ein bisschen, gefreut und so. ich weiß gar nicht, also man darf am Ende gar nicht vergessen, das ist jetzt ja nicht mehr Early Access, ne? Das ist ja, die Zeiten sind ja gewesen. Ja. Das ist jetzt ja tatsächlich eine Release-Version schon. Ist ein bisschen schade. Ja, So, also ein bisschen schade, muss ich auch sagen, ja. aber es hilft nichts. Ich weiß nicht, stehst du das eine Folge durch? Ja. Ja. Danach Ja, kannst du dich da. auch umstellen. Das ist nicht das Ja, Thema. genau, dann machen wir das zur nächsten Folge. So, und jetzt, wir müssen Techless aufsuchen, habe ich gerade gehört. Genau, ich habe den angeklickt. Hat er bei dir was gesagt? Also ich habe nur Ja, so. nö, gesagt hat er nichts, aber nur, dass wir irgendwie die Meldung Ja, kam. gut, die Techless habe ich, wollte aufsuchen. gerade sagen. Noch ein Bug oder was? Also hier. Achso, wir müssen bestimmt nach da Ich oben. vermute auch. Waren wir hier nicht schon mal? Hier waren wir schon Ja, mal. hier waren wir schon mal, definitiv. Das kennen wir schon. Aber da waren noch nicht so viele Kerzen. Nee, der wollte es halt romantisch haben. There is no time to waste. Even as we speak, the cultists could be preparing to sacrifice their captives. We Nein. Ach cannot so, let them die haben ja Leute succeed. geklaut. They won't. By Was ist oak das da and hinten im ash, I Hintergrund? swear it. Keine Ahnung, sieht nicht gut aus, finde ich. The enemy will do everything in their power to keep you from reaching the captives in time. Choose your battles wisely. Warum? Now go and good hunt. Ja, ist klar. Also, Okay. Gefangene retten. Sagt er mal so. Also wieder zurück. So verstehe ich das. Hier muss man aber viel laufen in diesem Ja, Spiel. das ist ja das alte Spiel. Du weißt was, das alte Leiden eines Helden. Ja, oh, man braucht immer gute Schuhe. Ja. Und nicht nur das, man braucht auch verdammt viel, wie soll ich sagen, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll. Man muss fit sein. Hauptaufgabe. Hört sich gut an, oder? Ja, das würde ich auch so sehen. Weil das ist schon, ich meine, da muss man sagen, das ist schon recht übersichtlich gemacht. Ne? Es leuchtet immer nur die Richtung auf, in die man kann. Ja. Irgendwie so. Bei mir
mir lädt er noch. Bei mir lädt er auch noch. Ich habe nämlich nur ein schwarzes Bild. Ist ein großer Dungeon. So, jetzt. Was war das? Das hat mich jetzt an so ein Strategiespiel erinnert, irgendwie. Ja. Sie spricht immer noch. Sie ist aber ganz schön handeckig, ne? Ach so. Alter, diesen Halborgasmus, den die Dame mal kriegt, das ist schon. Scheiße, was habe ich denn? Beinahe bin ich gestorben. Oh, ich auch. Aber wir haben ja auch schwerer gestellt, fällt mir gerade ja, ein. Ja. Ich erinnere mich auch jetzt dunkel, nachdem wir das erste Mal so eine große Klappe gehabt haben. Deswegen soll man auch mit Bedacht vorgehen. So. Ich kann keinen Heldstrank benutzen, das gefällt mir nicht, weil ich kann auch nicht mehr viel ab. Ich bin tot. Ich auch gleich. Lass mich da doch mal durch. Für Wiederbelebung zahlen. Ja, aber komm, was soll das? 152 habe ich. Bin ich jetzt schon wieder da? Ich sehe die zumindest nicht. Ach, da bin ich mal wieder da, ja. Da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Ich kann Heldstrank benutzen. Yippie, ich meine, das kriegt ja auch nicht aufs Maul. Ich hab da echt. Hallo. So, wir müssen doch mit ein bisschen mehr Bedacht arbeiten jetzt. Ja, eindeutig. Aber das ist mir. Also, wir haben ja, wie gesagt, das letzte Mal noch viel zu leicht gespielt auch. Ja, da sind wir ja auch wieder. Das war so Durchmarsch-Style. So wie bei, das war, wie bei genau. Diablo irgendwie, ne? Genau. Weil der fällt einfach nur um. Achso, der lebt noch. Ich dachte, er ist einfach tot darunter. Hätte ja sein können. So ihr seid zu spät mäßig, so meinst du, ja? Ja, so in der Richtung. Ich muss erstmal wieder auf meine Skills klarkommen, die ich habe. Ja, ich auch. Ja, und wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass es vielleicht nicht so klug war, dass wir beide Fernkämpfe gemacht haben. Ja. Und ich glaube, das verwahrheitet sich möglicherweise noch. Lass uns in Ruhe mal. Machen wir auch mit Gift. Gift ist immer fies. Oh, du hast ja aufgeleuchtet. Ja, ich habe auch einen Trank genommen. Achso, das ist vielleicht eigentlich eine gute Idee. So, ich versuch's mal. Also damit kann ich sie so ein bisschen verlangsamen. Also ein bisschen scheint mir das zu helfen irgendwie. Also man muss definitiv sagen, der Schwierigkeitsgrad ist um einiges angestiegen. Ah, der ist hier merkbar. Also das ist jetzt nicht so wie, das war ja so ein bisschen so bei Diablo. Ich habe meine Errungenschaft freigeschaltet. Kampfbereit. So. Oh. Dass wir bei Diablo gar nicht gemerkt haben, nachdem wir es höher gestellt haben. Beim ersten Mal, erinnerst du dich? Beim ersten Mal haben wir gedacht, boah. Als wir das erste Mal aufgestellt haben. Ja, im ersten Moment, stimmt. Ja. Um dann aber festzustellen, das war doch gar nicht so schlimm. Nee. Obwohl, jetzt, wenn wir ein bisschen taktischer vorgehen, dann geht's hier auch, ne? Das ist. Zumindest macht es aktuell den Anschein, als ob. Ach ja, ich kann mich ja teleportieren, habe ich ganz vergessen. Oh, so eine Woche ist echt eine lange Zeit. Ja. Oh. Oh, geht nicht so schnell. Ich bin
aufgeben. Das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt meinen vierten Zauber freigeschaltet. Was kann der denn so? Da ich ja nicht mit der Maus draufhalten kann, kann ich den nur ausprobieren. Oh doch, jetzt wo du das sagst, das habe ich so neben... Stimmt. Habe ich gar nicht richtig registriert. Kann ich auch. Oh, wo bist du? Eine Falle. Eine Falle. Das kann ich mir auch nicht sagen. Ah, die gehen aber nicht so. Die müssen sich doch immer ein bisschen wieder aufladen erst. Ja. Also aus der Entfernung ist schon... Was ist das, was da rumsteht? Das ist meine Falle oder so, keine Ahnung. Ich habe eben die 5 gestartet. Das ist, da hinten noch irgendwie was? Da ist jetzt noch ein bisschen Gold hier. Hier sind noch Gegner. Ach, da läuft die Neuen an. Ach so, alles klar. Nee, ist mein Begleiter, der Typ. Muss man ja wissen. Blendendes Licht. Der Typ ist ein Begleiter von mir. Der sieht ja aus. Wie ein Baum in klein. Ja, schon. Hat ein bisschen was von so einem Alien irgendwie. Ein Baum-Alien. Ein Bällchen sozusagen. Also ein Bällchen hat auch nicht gut. Warum gehen die eigentlich immer auf mich los hier? Ne, die eine Hälfte rennt hinter mir hinterher. Ach, das sind zwei Hälften. Da komme ich ja. Komme ich ja richtig Spaß. I'm hurt. Ich bin verletzt. Heul doch rum. Alter, ich bin ja. Scheiße, ich auch nicht. Das geht ein bisschen schneller, momentan. Wie meinst du schneller? Mit den Sternen und so? Mhm, definitiv. Oh, da ist ein neuer Bogen. Den sollte ich mal aufnehmen. Uiui. Also das ist schon. Oh, das sind ja auch mal mehr. Also das ist schon ein bisschen anders. Ja. Vor allen Dingen, man muss auch echt aufpassen, dass man da nicht mitten reinkommt. Ja. Nee. Ja, das Problem hatte ich jetzt bei der Wulkenaufnahme heute. Da musst du auch echt vorsichtig sein. Dass du dich nicht von den Leuten umringen lässt. Das ist im Prinzip Stand. Also Instant. Ja. Ja, ist auch so. Wie ist denn denn so jetzt die Story? Ist die da gut? Also bisher ist die Story, muss ich sagen, Standardkost, sage ich jetzt einfach mal. Also zumindest bisher, so viel hat man aber allerdings auch noch nicht von der Story mitgekriegt. Man wird ja im Anfang ist man ein hoher General in so einer Schlacht. Und dann zeigst du irgendwie dein wahres Gesicht. Weiß ich nicht, ob ich das so verstehen soll. Weil dann bist du auf einmal so ein ganz mächtiger Typ. Du kämpfst gegen so einen mächtigen Dämon. Ja. Und dabei verlierst du, so wie ich das verstanden habe. Und dann bist du erstmal ein ganz normaler Typus. Irgendwie so. Keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht so genau. Und jetzt bin ich gerade dabei, in so eine Höhle Monster zu kicken. Und ja, keine Ahnung, was das wird. Mal gucken. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Die Optik ist toll. Ja, okay. Der Sound ist toll. Die Mechaniken sind ja klar. Die sind unverändert zu dem, was ich schon kannte halt. Das ist halt ein zusätzliche Skills dazu gekommen. Die Skillbäume wurden verändert. Ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Also bisher macht es mir einen halben Spaß. Also der Akt 1 bisher ist sehr, sehr gut. Und es ist, finde ich persönlich, nochmal eine Ecke schwieriger geworden. Es gibt ja das Level Cap wieder, also Level 20 ist auf jeden Fall Schicht im Schacht. Da muss man alles schon. Alter, das war gefährlich. Da wurde ich mal eben ganz dezent umringt. Hui, 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 hui. Das ist ganz schön hartes Brot gerade, ne? Ja. Time.
I need to focus. I need more time. Man muss echt schon immer jetzt ein bisschen auf Lebensbalken achten. Ja, 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 definitiv. Ach, du ahnst es nicht. Ach, hast ein paar Freunde mitgebracht. Ja. Und auf Gift musst du auch noch aufpassen. Ja, das ist hier echt giftiges Zeug. Also das ist auch nichts in der Kanalisation. Warum müssen wir immer in die Kanalisation? Ja, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir aus wie Gully Cleaner oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann doch gar nicht Flöte spielen. Immer dieses Rumgesabbere mit grünem Giftzeug. Kann ich echt nicht begreifen. Ach, du ahnst es nicht. Du musst dir auf jeden Fall die erste Folge bei mir angucken am Mittwoch, weil du musst die Stimme hören, unbedingt. Okay. Bleib dabei, ich glaube, die geht da jedes Mal voll ab, wenn sie das macht. Also bei der Dämonenjägerin wusste ich, die beschwert sich. Da bin ich mir bei ihr nicht sicher. Oh, oh, oh. Oh, Mistgift. Oh. I need to prepare myself for that. Na, 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 na. Und leben. Das war gerade knapp. Irgendwas schon mal angreifen, das Proforma. Und ratzfatz, ne, was wir so einstecken. Ich glaube, ich muss gleich mal bei den Items gucken, ob da vielleicht irgendwas Gutes dazwischen war. Also ich hatte auf jeden Fall gerade eben schon einen Bogen gefunden gehabt. Alter, könnt ihr das mal lassen? Ich glaube, die Kombi Nahkämpfer und Bogenschützen wäre schlauer gewesen. Das ist so ein bisschen ja. Ich kann mich da täuschen, aber... Ich glaube, du täuscht dich. Achso, okay, dann bin ich beruhigt. Aber schön, dass du mir das sagst. Also damit fühle ich mich gleich viel wohler. Aber wir müssen immer ein bisschen auf Distanz bleiben, ne? Generell irgendwie. Ja, aber wenn beide auf Distanz bleiben, ist das schwierig, weißt du. Aber ich bin das von PoE ja gewohnt, von den Endbossen davon zu rennen und die immer auf Distanz zu halten und sie dann über so eine halbe Stunde zu zermürben. Ja, ist ja bei mir so bei Grimdawn eine ganz andere Spielweise. Ja, das ist... Meine Alt-Erneline ist ja da tendenziell eher Nahkämpferin. Nicht nur tendenziell, sie ist Nahkämpferin. Machst du heute Grillabend hier? Ja, das scheint mir, aber wenn sie, aber dafür müssen sie auch weit genug weg sein, ne? Ja. Also das wäre schon so, also ein Nahkämpfer, der vorne steht und sie aufhält, hätte schon was tatsächlich gehabt, ja, bei dem Speer. Aber gut, wir wollten ja diesmal. Du Arsch. Haben wir eigentlich alle sieben irgendwie gerettet, sag mal? Und ich habe das nicht mitbekommen? Also ich könnte mich nicht daran erinnern, aber wir sollen die Kanalisation verlassen. Vielleicht war es auch wirklich ein Zeitthema. Man weiß es ja nicht. Und die anderen sechs sind verstorben. Aber ich glaube, wenn es so gewesen ist, wird uns gleich der Questgeber sagen, wie scheiße wir sind.
Alter, guck dir mal an, was da schon wieder für Horden kommen. Aufgestiegen. Juhu! Ich hab eine neue. Oh, der ist dick. Oh, das ist dein Kumpel. Nee. Der hat auf jeden Fall einen scheißätzenden, dicken, roten Lebensbalken. Oh. Oh ja. Und der hat einen ganz schönen Schlag am Hals. Erstmal das Gesocks drumherum wegmachen hier. Naja, das Gesocks drumherum zeigt uns aber auch gerade mal so ziemlich wie Michel den, wo ja. Michel den Most holt. Hau jetzt ab, Mann. Scheint irgendwie so der Boss zu sein, oder was? Ja, ich schätze mal, der Boss vom... Oh, von der schon Kanone. Wieder tot. Mach doch nicht sowas. Ja, das wird aber langsam teuer. Kannst mich doch nicht dauernd alleine lassen. Oh, jetzt bin ich auch tot. 360 muss ich zahlen. Jetzt bin ich auch tot. Für Wiederbelebung zahlen. Ich muss 337 fürs erste Mal bezahlen. Das kann doch nicht. Oder frier Fragmente. Ne, ich bezahle lieber die 337. So. Also entweder sind sie fürchterlich schlecht oder der zeichnet echt gerade wie scheiße. Also, das ist eigentlich egal. Warum? Ah, alles klar. Was denn? Der lässt da immer, wenn er sich so hinhockt, der lässt da meine Tentakel da erscheinen. Da musst du, glaube ich, zusehen, dass du dann wegkommst. Da genau, jetzt macht er das schon wieder. Und das Ding, das reibt einem, also das nimmt fast das ganze Leben weg. Also mich hat er gleich beim ersten Mal voll erwischt, hatte ich keine Chance. Ja, er macht das schon wieder. Oh, I need more time. Was hat mir denn da eben so viel Leben abgezogen? Das ist, da hast du auf dem Fleck gestanden. Das ist dann, da entsteht auch so ein grüner Kreis unter einem. Außerdem haben wir wieder Kumpels, ne? Gefällt mir mal so gar schon nicht. Wieder? Das ist immer, als wenn er sich da hinhockt, weil er mal muss. Bitte? Das ist, als wenn er da hinhockt und weil er mal muss. Ach so. Aber ein ziemlich großes Geschäft macht. Wir haben gerade ein paar mehr Kumpels, wollte ich übrigens nochmal sagen, die mir gerade alle daher rennen. Oh. Alter, das werden hier nicht weniger, ne? Oh, schon wieder tot? Ich glaube, ich muss echt... Oh, wie muss ich denn jetzt schon zahlen? 326. Na, das du hast eben mehr gezahlt, also von daher... Ja, habe ich auch gerade gedacht. Mein Leben ist nicht mehr so viel wert wie eben. Er sagt jetzt auch, ach Gott, ist das schlecht. Dann machen wir es ja. Billig. Was? Der arme Kerl, das kann er sich im Leben nicht leisten. Schon wieder tot. Ah, jetzt habe ich auf den Dicken nicht aufgepasst. Ich passe dann immer auf den Dicken nicht auf. Oh, das wird immer billiger. 295. Ich sage ja, das ist Mitleid. Das ist ja Mengenrabatt. I don't have the energy. Blöde Nuss. So, jetzt haben wir ihn gleich. Ja, toll. Ich sterbe noch, weil der Pisser stirbt, ne? Das. Alter, was ist das für eine Scheiße? Der war doch schon tot. Eigentlich war er schon tot. Er ist nur noch hier irgendwie... mit so einem Giftzerplatzer geplatzt, sozusagen. Du hast aber... Da sind aber ganz viele von diesen Baummenschen. Ja, ja, ich hab fleißig, wie soll ich sagen? Das sind ja mehr Baummenschen als Gegner.
Mann. Ja, was für ein Arsch. Ja, der hat es im Tod noch mitgenommen. Jedenfalls dich. Ja, aber dafür bin ich nur zweimal gestorben. Ah, super. Alter, was da schon wieder angelaufen kommt, ist schon wieder nicht mehr feierlich. Das ist ja schon wieder so ein weg. Dicker. Ich bin tot, ich bin tot. Das ist ja schon wieder so ein Dicker. Echt? Hab ich gar nicht mehr gesehen. Oh. Aber es wird wirklich billiger, wenn man stirbt. Oh, das war jetzt gerade ein Fehler. Ah, tot. Scheiße, mitten reingeraten. Oh, Entschuldigung, mitten reingeraten. Ach, du kannst so Scheiße sagen, das ist mein Kanal. Ich sag das. Alter, nein, ich stehe wieder mittendrin. Hau ab. Nein, tot. Alter. Ob wir auch mal vielleicht irgendwie Skillpunkte zum Verteilen gekriegt haben? Ja, wir kommen ja nicht. Oh nein, ich hab mich da. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Ah, was hab ich gemacht? Das war die falsche Taste. Alter, war das knapp. Oh, der hat doch eigentlich gar nichts mehr. So, jetzt ist der Penner auch tot. Jetzt komme ich mal zu dir. Ja, er hat ja noch fast volles Leben, der Penner. Pass auf, da mit dem Grün, das ist dann immer so Kringel auf dem Boden. Weil zum Glück außerhalb der Reichweite von dem Stall. Ach, das ist auch geil, ich komme da nicht ran, weil mein Screen ja beschränkt ist. Oh Mann. Also der hat mich richtig lieb gewonnen. Naja, du hast ihm ja auch die ganze Zeit auf die Nase gegeben, ne? Das ist jetzt ja auch nicht so... Ja, okay, das ist schon begründet. I don't have the energy. Ich bin so weg. Gerade nochmal Glück gehabt. Jetzt dürftest du mal so langsam sicherlich verabschieden, mein Freund. Ja, gleich. So, das war's. Weg. So. Halleluja. Doppel-Halleluja. So, ich glaube, ich mache mit I geht das Inventar auf. Ja, würde ich mal vermuten. Ja. So, jetzt blinkt hier ganz viel. Mit Umschalttaste vergleichen. Obwohl, er zeigt doch hier unten schon an, was das irgendwie bringt. Beutequalität ist schlechter, oder was willst du mir sagen? Ach so, der hat maximale Gesundheit nicht. Also ist jetzt auch nichts, wo ich es jetzt sagen würde. Das sind Dinge, die ich schon immer haben wollte. Das könnte ich hier.
so. Das Geile ist, wenn man Sachen nicht equippen kann, weil man nicht rankommt, weil der Monitor gesperrt ist. Ja, das ist ja richtig gut. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Komm einfach nicht ran, kann ich mir auf den Kopf stellen. Ja, dann kann ich das hier erstmal haken mit verbessern und so. Könnte höchstens nochmal bei den Skills gucken. Nein, komme ich auch nicht ran. Das ist auch geil. Ich komme da nicht ran. Ja. Also diese oh. Ah, okay. So, gut, okay. Ich bin soweit. Wo bist du? Ach, du bist da hinten. Ach, du haust dich schon wieder mit irgendwem? Na, irgendwem will ich jetzt nicht sagen. Es sind halt mehrere, ne? Ich will hier raus, damit ich endlich auch mal Einstellungen tätigen kann, beziehungsweise Sachen verändern. So, wir brauchen Gold. Wir sterben. Stimmt, das ist wichtig, jetzt wo du es sagst. Ist aber nicht dein Begleiter. Nö. Der räumt da schon mal vorweg so ein bisschen auf. So, das mit dem Giftzeug, das geht mir hier ein bisschen auf den Keks. Hier gibt es zu viele Richtungen. Da erstmal? Ja, würde ich sagen. Okay. War eigentlich wahrscheinlich ziemlich egal. Ich denke auch. So, Beutetruhe. Oh, einen wertlosen Ring und ein einfaches Amulett. Immerhin. So ein, wertloser Ring. So ein wertloser Ring kann auch mal wertlos sein. Ne? Ja, das ist so. Durchaus möglich. Ne? Ja, das finde ich auch. Kann ich zu Hause sagen, Mensch, guck mal, ich habe den Ring mitgebracht und das andere Ding, das behalte ich. Schatz, ich habe dir einen wertlosen Ring mitgebracht. Der einen immensen Wert hat. Kiste. Noch ein wertloser Ring. Oh, schön. Oh, da liegt auch noch ein wertloser Ring. Ach ja. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ach, dort kommen noch mehr, das wird ja lustig. Oh. Oh, genau, das dachte ich auch gerade eben so. Wie der immer rumleidet, wenn das Leben langsam eng wird und wenn er dann wieder Leben hat, dann wieder, ja! Dann ist er wieder voll dabei, ja? Ja.
Das ist aber schon ganz schönes Gerenne immer, ne? Ja. Also einfach stehen bleiben und aufs Maul geben, funktioniert nicht. Ich dachte, jetzt wären wir eigentlich schon so ziemlich durch die Kanalisation, ja. Aber dem war ganz offensichtlich nicht so. Also wenn ich das jetzt eben, ich habe eben diesen einen Zauber, diesen Standardangriff, ja, ne? Den habe ich eben mal erhöht. Man muss dann diese Kugeln rüberziehen in dieses andere Ding. Okay. Und das sieht aber so aus, als wenn du die Standardsachen da auch jederzeit wieder reinziehen könntest und die Punkte wieder freigeben. Ja, das kann ich erst machen, wenn ich auch reinkomme. Ja, kannst du auch. Aber das sieht so aus, als wenn man hier nachträglich hin und tatsächlich her gehen kann. Ja, genau. So, also wenn man dann sagt, was weiß ich, das war's doch nicht, ich brauche doch eher jetzt gerade das andere. Ja. Kannst du das wieder so ein bisschen umchinschen? Was ja mal gar nicht mal so schlecht ist. Aha, hier ist der Ausgang. Halleluja. Glaube ich zumindest, das sah aus wie ein Ausgang. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt geschafft haben oder auch nicht. Zu Teles zurückkehren, sagt er. Da? Ich vermute mal, oder? Irgendwie würde ich sagen, ja. Warum leuchtet das denn nicht auf? Das leuchtet doch sonst immer auf. Ja, keine Ahnung, die wollen uns verwirren. Ja, das ist er. Forgive me, High Law Master. Many of the captives have been freed. Ja, hab ich's doch geahnt. It was too much to hope that you could save them all. Viele der Gefangenen, einer. The cultists gained a measure of power. Viele ist halt auch immer so eine Definitionssache. Ja, ist ja nur eine Frage, wie man es zählt. Return to me as soon as you are ready. I will have a new task. Aha. Du hast eine neue, noch eine? Ja, das hat er mir vorhin auch gesagt. Oh, wo hat die jetzt noch ihren Platz gefunden? Ja, gar nicht. Die musst du wahrscheinlich reinziehen, vermute ich. Du kannst wahrscheinlich Blutdurst. Alle mitnehmen. Blutdurst habe ich freigeschaltet. Aber lieber Doom, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge, weil ich möchte ganz gerne auch mal so ein paar Sachen hin und her schieben und so, weißt du? Ja, das macht irgendwie Sinn. Ja, ein Stück weit. Ne? Ja. Ja, dann ist von meiner Seite aus noch zu sagen, hoffentlich klappt es dann jetzt, wenn ich da gleich wieder raus und reingehe. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.